Nee, dass das hier mit der Lava so schön läuft hier, dass die auch so schnell dann vor allem auch wieder nachfließt. So, hier Glas, da könnten wir ja nochmal eben eine Ladung nachlegen. Wo haben wir denn? Hier. Das kann ja so nebenbei ja laufen. Und hier haben wir... Die Bricks sind auch schon wieder voll. Hier auch schon wieder. Da haben wir schon richtig viel. Ne? Da können wir richtig hier Strecke machen dann mit dem Ofen. Ich denke mal auch, dass wir den mindestens doppelt so groß, wenn nicht sogar dreimal so groß machen wie den hier. Also statt drei breit, dann vielleicht sechs oder vielleicht sogar neun breit. Und dann können wir da auch ein bisschen hier... diese Automatisierungsgeschichte auch machen mit ja, also ein paar Standards, also dass man einfach hier, so wie es hier eigentlich auch haben, nur dass wir halt eben mehr reinbekommen dann halt, ne? Also dass man auch mal einen ganzen Stack da mal reinpacken kann und nicht mal nur so einen halben. Hier, ich gehe mal im Schlafen. Na. So. Und jetzt sortiere ich nochmal eben kurz den Rest nochmal eben ein hier. Hier die Blüten. Dann haben wir noch die Blueberries, die kommen hier mit zum Obst. Honig würde ich mal hier zum Essen packen. Oh, dann ist der schon wieder leer. Ne? Mob ist ja hier Leder. So, den Redwood mal eben einpflanzen. Haben wir noch Bone Meal? Jo. Aber wahrscheinlich wird er gar nicht wachsen. Oh, der ist gewachsen. Ich fäll den mal. Ich hoffe, dass der jetzt Setzlinge abwirft. Zwei Stück, schön. Ich hätte befürchtet jetzt im Winter, dass da nichts kommen könnte, aber hat ja geklappt. Das ist nämlich schon ganz schön Herbst geworden. Jetzt würde ich nochmal, habe ich noch einen, ja, ich habe noch so einen Earth Slime. Ich würde dann nochmal einen zweiten nochmal daneben setzen, hier vielleicht bei den anderen. Hier ist, vielleicht hier. Ist ein bisschen eng, ne? Komm, ich pack den mal hier oben hin. Die sind auch schön gewachsen. Hier, ich wollte den hier ursprünglich eigentlich haben, ne? Ich setze mal hier so auf die Kante. Dann haben wir den Redwood. 4x4. Der braucht ja ein bisschen mehr Platz, ne? Vielleicht hier in die Mitte. Ja, warum nicht? Ich lasse das mal so. Um jetzt das Bone Meal nicht verschwenden. Die wachsen auch so. Schön, haben wir hier ein bisschen so diese Vielfalt hier, ne, die ganzen, da haben wir ja auch einen von den Redwoods, meine ich. Hier die ganzen Schleimbäume, die Pilze hier, die Akazien, da hier Jacaranda, hier den, wie hieß der noch, Orange Autumn Sapling, meine ich, hier der eine hier, weiß ich gar nicht, das ist auch so einer von den Redwoods. Hier auch und so. Ach, hier, der 4x4, der ist auch gewachsen, ist mir gar nicht aufgefallen letztes Mal. Auch schön, ne? Ist das nicht hier der Farrer? Den
Jungle haben wir ja auch noch, ne? Dort. Da, wo die ganzen Kakaobohnen dran haben, haben wir auch lange nicht mehr abgeerntet. Können wir mal eben machen. Hier von den Melonen. Ich meine, das war einer von den Tradern, mit denen auch irgendwie gehandelt hat. Ich guck mal hier mit der Silk Touch, dass ich die so abernten kann. Das ist jetzt zwar nicht das richtige Werkzeug, aber das nützt ja nochmal nichts. Hier fehlt auch irgendwie eine, ne? Sehen, habe ich. Hab ich nicht dabei, müssen wir aber dann irgendwie mal. Ach, hier ist schon so ein Eis. Ja, kommt schon irgendwie so langsam hier der Winter, ne? Nicht, dass es uns hier wegfriert. Das hat ja letztes Mal auch funktioniert, ne? So, hier die Rosen. Jetzt wollte ich ja mal hier gucken, hier Harvestcraft. Harvestcraft 2. Da gab es doch hier solche Kochtöpfe. Moment. Na, das ist nicht immer Harvestcraft Crops. Hier, ne? Diese Bakeware und hier diese Juicer und sowas hier. Grinder, Mixing Bowl, Pot. Da gab es auch so eine Pfanne, ne? Das ist das hier, eine Saucepan hier. Skillet. Da gab es doch so relativ einfache Rezepte mal so zum Einsteigen. Hier zum Beispiel Toast, ne? Das macht ja unwahrscheinlich Sättigung gegenüber dem normalen Brot. Das ist mit Butter aus Silken Tofu und dem normalen Brot. Und das Silken Tofu, das bekommen wir aus den Sojabohnen. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt schon haben. Ich glaube nämlich nicht. Wir haben die normalen Bohnen. Da müssten wir dann mal hier beim Dorf mal schauen, ob wir die schon haben. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Aber hier solche Geschichten hier, sowas hier, so eine Fish and Chips hier, was das für Sättigung macht, ne? 14 Mal. Da brauchen wir im Prinzip hier einen Fisch. Fries, also im Prinzip hier Pommes, ne? Da brauchen wir Salz. Ja, das ist wieder von Croptopia und auch von Pam's Harvest, glaube ich, brauchen wir Sesamöl. Ja, müssen wir mal gucken, was wir dann da, was können wir dann herstellen? Hier so ein Burger, hier vielleicht, hier so ein Basic Burger, aber hier auch was der hier an Sättigung reinhaut, ne, auch an. Also da brauchen wir Basic Burger, so ein normales Brot, Ground Beef. Das bekommen wir ja hin, ne? Raw Beef. Was ist das hier? Hackfleisch oder was? Ja, da brauchen wir hier diese Soßen. Beziehungsweise Dressing. Mayonnaise. Juicer, Tomate. Da würden wir Ketchup hinbekommen.
Von den Tomaten haben wir doch eigentlich, ne? Zwei Stück. Hm. Komm, fangen wir mal mit an. Ist egal, erstmal, dass wir mal das erste Rezept mal gemacht haben. Versuchen wir mal jetzt mal hier diesen normalen Basic Burger mal hinzubekommen. Also, wir brauchen diese Hot Sauce mit dem Juicer. Das ist hier 4x Terracotta. Das kriegen wir doch hin. Wir haben doch so viel Terracotta gemacht. Haben wir das hier? Beim Ton? Nee. Warum wir das hin? Hm. Steine Mix. Wir hatten noch so viel Terracotta hergestellt. Warum war das denn Neta, ne? So, ich war da nochmal. Clay einfach auf dem Ofen. Kriegen wir hin. Also, nehmen wir mal eben das raus. Ist ja schon wieder Lava. Ich glaube, es leuchtet dort in der Ecke. Ja. Schön, das ist voll gemüllt hier, ne? Das ist Wahnsinn, wie. Wo ist denn jetzt der Eimer geblieben, sag mal? Also, wir haben schon mal den Clay, den habe ich hier schon mal gesehen. Den packe ich schon mal auf den Ofen. Oh, der Eimer. Wir nehmen gleich hier den Blast. Na, der geht nicht. Naja, das war das mit dem Blast Furnace hier. Da ging das Einfache nicht. Wir haben doch einen Eimer im Inventar gehabt. Bin jetzt völlig bescheuert oder was? Ach, den hatte ich, glaube ich, hier in den. Oh, ah, hier ist er, ne? Genau. So. Mhm. Wobei, komm, die. Können wir doch einmal eben hier mit der Kohle mal eben durchbrutzeln. So. Jetzt, Terracotta hat nur gesagt. Wir wollten ja hier diesen Basic Burger bauen. Also brauchen wir Tomate, haben wir im Inventar. Den Juicer. Brot haben wir. Und wir brauchen dieses Skillet. Einmal Copper, zwei Sticks. Das kriegen wir gerade noch so hin. Und wenn wir das dann noch verfeinern wollen hier mit dem ganzen Stuff. Dann könnten wir uns ja auch nochmal irgendwie so eine Küche irgendwie, ich meine, das ist ja schon fast sowas wie so eine Art Küche. Das ist ja auch ein Bild hier, ne? Die ganzen Schilder hier. Ich habe mir das alles noch gar nicht so richtig mal vor Augen geführt. Man ist die ganze Zeit immer so mal rumwuseln und dass man mal das so sich anschaut, ist vielleicht auch ein ganz interessanter Screenshot. Ne? Ich mache mal hier mit der Fackel. So. Hauen wir mal das Terracotta.